Das Leben in Kabul war so romantisch. Wir waren glücklich in Kabul. Kinos, Restaurants, Hotels. Vermutlich war es sogar besser als in Europa. Ich habe einen Traum. Ich möchte mein Land zurück. Finden Sie das übertrieben? Ist das zu viel? Dies ist die Geschichte eines Landes, das ebenso schön wie verflucht zu sein scheint. Ein Land, das seit so langer Zeit im Krieg gefangen ist, dass sich nur wenige daran erinnern können, wie alles begann. Und warum? Geld, Macht, Religion? Niemand hat eine Antwort. Was ist in Afghanistan schiefgelaufen? Im Herzen Asiens gelegen, ist es umgeben von uralten Zivilisationen. Dennoch blieben die Afghanen jahrhundertelang isoliert, versteckt hinter ihren berühmten, hochaufragenden Bergen. Verschiedenen Stämmen zugehörig, vereinte sie vor allem ihr islamischer Glaube und ihr starker Wunsch nach Unabhängigkeit. Viele Eroberer und große Armeen sind in dieses Land eingedrungen, von Alexander dem Großen bis zu den Briten. Aber sie alle sahen sich dem legendären Widerstand der Afghanen gegenüber. Manche denken, daran habe sich bis heute nichts geändert. In den 60er Jahren versucht ein Mann, alles zu verändern. König Zahir Shah. Er hat einen Traum, das Land zu modernisieren. Er führt die Demokratie ein und öffnet seine Nation für die Welt. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Die Welt ist in zwei Blöcke gespalten. Aber König Shah tut sein Bestes, um Afghanistans Neutralität zu wahren. Dank seiner Neutralität erhält Afghanistan finanzielle Hilfe von beiden Seiten. Kabul wird einer europäischen Hauptstadt immer ähnlicher. Französische, deutsche und englische Schulen werden eröffnet. Was die Frauenbewegung angeht, es gab sie überall. Auch in Afghanistan kamen also diese Ideen auf. Kabul war eine moderne Stadt mit vielen Restaurants und Jazzmusik. Die meisten Menschen würden nicht glauben, dass Afghanistan damals Weinbrand und Wein produzierte. Hier in Kabul. Das Interconti hatte ganz oben einen wunderbaren Swimmingpool. Es hatte den besten Nachtclub. Für ein islamisches Land waren wir damals wohl das aufgeschlossenste in der Region. Dann kam die Zeit des Tourismus. Das Land ist nun zugänglich und attraktiv für junge Leute aus dem Westen. Die meisten von ihnen sind auf dem Weg nach Indien. Sie reisen auf eigene Faust über den Iran ein und machen hier Halt, um die fremde Kultur zu entdecken und Haschisch zu probieren. Es gab eine Menge Touristen, die in verschiedene Teile des Landes kamen. Sie reisten mit dem Bus, mit ihren langen Haaren und den Hippie-Klamotten. Und sie besuchten die historischen Orte. Nach Bamiyan, die Buddha-Statuen und Herat. Aus Amerika, aus Deutschland, aus Italien, aus Frankreich, aus diesen europäischen Ländern kamen sie. 1972 wurde ich Miss Afghanistan. Ein Teil der Gesellschaft bezeichnete uns als verwestlicht, weil wir uns wie westliche Menschen kleideten. Wir lebten wie westliche Menschen und hörten ihre Musik. Wir dachten, das sei die richtige Lebensweise für uns. Tatsächlich lebt die Elite in Kabul in einer eigenen Welt.
In den weit entfernten Provinzen, in denen 80% der Afghanen leben, ist die Situation eine ganz andere. Die Bevölkerung ist arm, die Menschen sind Analphabeten und folgen alten kulturellen Traditionen. Frauen leben isoliert, oft kaufen Männer sie für die Ehe. Religion gilt als höchste Autorität. 40 Familien beherrschten dieses Land. Die meisten von ihnen verhielten sich leider wie britische Aristokraten. Sie waren großartig für die Städte, aber die Menschen in den Dörfern haben sie vor den Kopf gestoßen. Die herrschende Klasse Afghanistans machte sich keine Gedanken über ihre Wirkung. Wir haben damals geschlafen. Leider haben wir aufgrund unserer Klassenunterschiede die Realität nicht erkannt. Es gibt eine Minderheit, die die Dinge ändern will. Aber die Mehrheit ist eher konservativ, sehr religiös und jede Veränderung kann sie schockieren oder verärgern. Die islamischen Geistlichen sind mit den Veränderungen nicht einverstanden, die der König in das Land gebracht hat. Demokratie und Frauenrechte sind für sie fremde Begriffe. Viele der in den Provinzen lebenden Menschen teilen die Bedenken. Einige fühlen sich zurückgelassen und von den Privilegien der Elite ausgeschlossen. Die Sowjetunion baut in dieser Zeit nicht nur Brücken für Afghanistan. Die sowjetische Armee bildet Afghanen zu Offizieren aus und die besten Studenten werden in die Sowjetunion eingeladen. Viele von ihnen kehren mit einer neuen Ideologie zurück. Die afghanischen Kommunisten predigen Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Viele kommen aus bescheidenen Verhältnissen und wollen soziale Gerechtigkeit. Sie träumen von einer Revolution, wie in Russland oder auf Kuba. Zu dieser Zeit waren wir hauptsächlich Tagträumer. Wir hatten diese utopische Vorstellung von unserem Land. Wir waren eher idealistisch als realistisch. Für mich und meine Genossen war es das Wichtigste, unser Land zu verändern. Die junge Generation wollte sogar eine Veränderung in der Religion. Die kommunistische Ideologie ist atheistisch und steht im Widerspruch zum muslimischen Glauben. Für viele Afghanen ist das schlicht inakzeptabel. Bei dieser Veranstaltung hörte ich zum ersten Mal einen Redner, der die Existenz Gottes leugnete. Da habe ich erkannt, dass die Kommunisten gekommen waren, um uns unseren Glauben zu nehmen. In Kabul sind die Studierenden in zwei Lager gespalten. Kommunisten auf der einen Seite, Islamisten auf der anderen. Die Menschen auf dem Land haben größere Probleme. Eine lange Dürre hat das Land verwüstet. Tausende verhungern und der König tut wenig, um ihnen zu helfen. Bis ein Artikel in einer deutschen Zeitschrift die Hungersnot aufdeckt. König Zahir Schahs Popularität ist dahin. Viele beginnen, sich gegen ihn zu verschwören. Im Juli 1973, als der König in Italien weilt, putscht das Militär. In der UdSSR ausgebildete Offiziere wenden sich gegen Zahir Schah. Sein Cousin Daud Khan wird nun Präsident. Eine Republik wird ausgerufen, die Monarchie ist erledigt. Aber mit Daud Khan kommt auch die kommunistische Partei an die Macht, zur Genugtuung Moskaus. Der König wird ins Exil gezwungen. Mit dem Ende der Monarchie beginnt eine Ära der politischen Instabilität. Sie dauert bis heute an. Thank you.
Im Juli 1973, als der König in Italien weilt, putscht das Militär. In der UdSSR ausgebildete Offiziere wenden sich gegen Zahir Schah. Sein Cousin Daud Khan wird nun Präsident. Eine Republik wird ausgerufen, die Monarchie ist erledigt. Aber mit Daud Khan kommt auch die kommunistische Partei an die Macht, zur Genugtuung Moskaus. Präsident Daud Khan verspricht soziale Reformen. Er werde den Landbesitzern Land wegnehmen und es an die Bauern geben. In diesen Jahren fordern afghanische Frauen immer nachdrücklicher ihre eigenen Rechte und ihre Autonomie. Daud Khan erweist sich als autoritärer Präsident. Misstrauisch bis an die Grenze zum Wahn verfolgt er die Islamisten. Denen wiederum missfallen seine Reformen und sein Bündnis mit den Kommunisten. Dauds Leitspruch war, dass die islamistische Bewegung zerstört werden muss. Er stand für eine völlig neue Geisteshaltung in der afghanischen Gesellschaft. Wir könnten sie revolutionär nennen. Oder gewalttätig. Oder hart. Daud Khan regiert das Land mit eiserner Faust. Er setzt die Verfassung außer Kraft. Demonstrationen sind verboten. Islamistische Aktivisten werden verhaftet. Einige von ihnen fliehen nach Pakistan und bereiten eine Revolte vor. Revolution is an Islamic revolution. And it has its special aims and goals, which is to establish an Islamic, a pure Islamic system in Afghanistan, freedom of Afghanistan and liberation of Afghanistan. Die islamistischen Revolutionäre beschuldigten die Kommunisten. Diese wiederum bezichtigten die anderen. Dieses Beschuldigungsspiel zwischen Linken und Rechten fand von Anfang an statt. Beide waren extrem unreif. Unreif, ein Land zu führen. Unreif, ein Volk zu führen. Unreif, den großen Wert der nationalen Einheit des Volkes zu bewahren. Daud Khan bleibt weniger als 5 Jahre an der Macht. Aber in dieser Zeit schafft er sich mächtige Feinde. Zuerst die Islamisten und die Landbesitzer. Jetzt die Kommunisten und die UdSSR. Bei einem Besuch in Moskau trifft Daud Khan die schicksalhafte Entscheidung, die Beziehungen zu UdSSR abzubrechen. Der sowjetische Generalsekretär Leonid Iljitsch Brezhnev will seinen Einfluss in Kabul ausweiten. Aber Daud sagt nein. Als Afghane ist er zu stolz, um Befehle aus dem Ausland anzunehmen. Zurück in Kabul sorgt Daud Khan für sein eigenes Todesurteil. Er befiehlt die Verhaftung einiger kommunistischer Führer, die ihm geholfen hatten, den König zu stürzen. Als einer von ihnen im Gefängnis ermordet wird, löst dies einen neuen Staatsstreich aus. Im April 1978 übernehmen die afghanischen Kommunisten, unterstützt von der Armee, die Macht. Über Nacht metzeln sie Daud Khan und 23 Mitglieder seiner Familie nieder. Ihrer Aktion geben sie den Namen Aprilrevolution. Das ist der neue Präsident. Taraki. Und das sein Premierminister, Amin. Gemeinsam versuchen sie, Afghanistan in ein sozialistisches Land zu verwandeln. Im April 1978 setzen sie Landreformen durch und beschlagnahmen Eigentum. Sie machen Bildung für Mädchen zur Pflicht. Frauen haben nun volle Rechte, dürfen studieren, arbeiten und sich ihre Ehemänner selbst aussuchen. Depuis un an et demi, nous avons accompli plus de réformes que pendant les 50 ans de règne de la monarchie. J'aimerais indiquer que le premier changement important qui a eu lieu dans la vie des femmes après la Révolution
est due au décret 7 qui place toutes les femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Um ihre Neuerungen durchzusetzen, greifen Taraki und Amin auf stalinistische Methoden zurück. Sie vernichten jede Opposition, selbst die der Linken. Hauptziele der Repression sind die Islamisten. Moscheen werden geschlossen, Verschleierung im öffentlichen Raum verboten. Für ein konservatives islamisches Land ist all das zu viel, zu früh. Afghanistan steuert auf den Abgrund zu. Das war die brutalste Zeit der Geschichte des Landes. Tausende von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wurden mitgenommen und sind verschwunden. Vom allerersten Tag an, an dem sie an der Macht waren, begannen sie zu töten. Begannen mit Massenverhaftung und Misshandlung von jedem, durch den sie sich bedroht fühlten. Jeder, der eine Gebetskette trug, jeder mit einem Bart, jeder Muslim. In der Moschee und in einer akademischen Einrichtung wurde jeder, der mit ihnen nicht einverstanden war, verhaftet und einer nach dem anderen ermordet. In diesen frühen Tagen haben sie wohl Tausende von Afghanen ermordet. Ihr Anführer, Nur Muhammad Taraki, gab ihnen die ausdrückliche Genehmigung. Unruhestifter überall und auf jede Art und Weise anzugreifen und zu töten. Für einen Kommunisten war der beste Muslim derjenige, der getötet war. Es gab Tausende, die in Afghanistan ihr Leben verloren. Jungen und Mädchen von überall her. Das Gefängnis war immer voll. Täglich wurde getötet. Es war einfach, jemanden mit der Rechtfertigung umzubringen, dass er ein Muslim war. Meine Familie, die Familie meiner Frau, verlor 16 Mitglieder, einschließlich ihres Vaters, in einer Nacht, erschossen von den Kommunisten. Im März 1979 beschließen die Islamisten, gegen die kommunistische Regierung auf die Straße zu gehen. Sie sammeln Waffen von Soldaten, die aus der Armee desertieren. Ihre Anführer kehren aus Pakistan zurück. Aufstand beginnt. Mehr und mehr Menschen schlossen sich dem Widerstand an. Schließlich wurde daraus ein nationaler Aufstand. Wir kontrollierten viele Provinzen. Ein Militärposten nach dem anderen kam unter unsere Kontrolle. So begannen wir in großen Teilen des Landes zu regieren. Die Regierung in Kabul steht vor dem Zusammenbruch. Taraki bittet Brezhnev um Hilfe gegen den Aufstand. Nicht wissend, dass sein größter Feind sein eigener Premierminister ist. Im Herbst 1979 schockiert Amin alle. Er beschließt, die Macht zu übernehmen und befiehlt Tarakis Ermordung. In Moskau fürchtet Brezhnev, dass sich die islamistische Revolution in Afghanistan durchsetzen wird, ähnlich wie im Iran. Die Amerikaner könnten das Chaos nutzen, um in Afghanistan Fuß zu fassen. Außerdem leben in Brezhnevs UdSSR 50 Millionen Muslime. Auf sie könnte die Revolution übergreifen. Im Dezember 1979 dringen sowjetische Truppen nach Afghanistan vor. Ihre Mission, Präsident Amin zu töten und die Ordnung wiederherzustellen. Die Operation hieß Angriff auf den Palast von Amin. Sie war streng geheim. Die
Am 27. Dezember stürmten Spezialteams des russischen Militärgeheimdienstes und des KGB den Palast. Amin wurde ganz in meiner Nähe getötet. Und dann kamen die Truppen an und verteilten sich über ganz Afghanistan. Zuerst toleriert die Bevölkerung die Sowjets. Aber bald erkennen die Menschen, dass die Truppen nicht planen, das Land zu verlassen. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Die Afghanen hingegen wollen eine ausländische Besetzung nicht akzeptieren. Wie ihre Vorfahren haben sie keine Angst davor, sich gegen Eindringlinge zu wehren. Als die sowjetischen Streitkräfte in Afghanistan einmarschierten, waren wir sehr gut vorbereitet. Viele Mujahideen waren bewaffnet und ein großer Teil des Territoriums unter unserer Kontrolle. Es ist ein kalter Wintertag im Dezember 1979, als die Sowjetarmee in Afghanistan einmarschiert. Zuvor hatten die afghanischen Kommunisten gewaltsam die Macht übernommen und mit einem brutalen Umbau begonnen. Große Teile der Bevölkerung protestieren dagegen. Die Sowjets kamen, um dieses Regime zu unterstützen. Wie könnte man einen Einmarsch gutheißen, der das brutale Regime unterstützt? Ich habe an einer medizinischen Fakultät studiert und gehörte zum Widerstand. Wir verteilten Flugblätter. Wir schrieben in der Nacht an die Wand: Tod den Russen, raus aus unserem Land und so weiter. Um die Menschen zum Widerstand gegen die Invasion und gegen das Regime zu ermutigen. Der Kampf gegen die gottlosen Sowjets vereint die Bauern auf dem Land und die Angehörigen der Elite. Die Islamisten hatten die Proteste gegen die kommunistische Regierung angeführt. Nach der sowjetischen Invasion sind sie es, die den Widerstand in einen heiligen Krieg, den Dschihad, verwandeln. Sie nennen sich selbst Mujahedin, Glaubenskämpfer. Die Tapferkeit der Mujahedin inspiriert die Menschen im ganzen Land. Der Mythos der Freiheitskämpfer ist geboren. Die Mujahedin sind schlecht ausgerüstet. Es fehlt ihnen vor allem an guten Waffen. Im Vergleich mit der legendären Sowjetarmee scheint dies ein Kampf von David gegen Goliath zu sein. Hilfe ist schnell gefunden. In der Logik des Kalten Krieges, in der der Feind meines Feindes mein Freund ist, ist der Afghanistan-Konflikt eine willkommene Gelegenheit für die USA. This invasion is an extremely serious threat to peace. A Soviet-occupied Afghanistan is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. Es ist Zbigniew Brzezinski, der nationale Sicherheitsberater, der die US-Politik gegenüber Afghanistan vertritt. Die Reaktion der Vereinigten Staaten folgt prompt. I wrote to the president on the day after the invasion a memorandum in which I outlined what we ought to do, and the key sentence in it was: We now have a historic chance to give the Soviet Union its Vietnam. Und von da an sind wir die CIA, in Aktion getreten und haben nicht mehr losgelassen. Also fingen wir an, vielleicht 10, 15, 20 Millionen Dollar, um ein paar Waffen zu kaufen. Und es wurden immer mehr und mehr. Weitere 20 Millionen, weitere 100 Millionen. Es waren immer noch Peanuts. Das ist nicht viel Geld. Aber wir fingen an, etwas zu verändern. The nearest Pakistani city to Kabul and the Afghan border is Peshawar. After the Soviet occupation, Afghanistan's Mujahideen claimed Peshawar as their capital in exile. Peshawar wird zum Angelpunkt für den Widerstand. Aber die Mujahideen sind nicht einig. Nach Ethnien getrennt, wetteifern sieben Gruppen um die Waffen, die aus dem Ausland kommen. Die Sowjetunion unterstützt die afghanische Regierung nicht nur mit Truppen und Waffen. Es werden riesige Investitionen getätigt, um die Entwicklung des Landes voranzutreiben. Kabul sieht einer sozialistischen Hauptstadt immer ähnlicher. Frauen haben annähernd die gleichen Rechte wie Männer. Einige schließen sich sogar dem Kampf gegen die Mujahedin an.
Die Regierung förderte Frauen auf ihre Weise. Sie ermutigte sie, auf die Bühne zu kommen und zu singen. Sie sprach von mehr Freiheit für Frauen. Die Mujahedin hingegen hatten den Frauen leider nichts zu bieten, außer sie zu verprügeln. Sie sollten den Hijab tragen, nicht arbeiten, nichts tun. Als die Regierung sagte, Bildung für Frauen, war ihre Antwort keine Bildung. Freiheit für Frauen, keine Freiheit für Frauen. Beide Seiten benutzten Frauen als politisches Werkzeug. Um den Afghanen zu helfen, wurden sie in Fundamentalisten und Moderate unterteilt. Nachdem ich dort angekommen war, fragte ich, wer hat sich das ausgedacht? Sie alle waren ziemlich fundamentalistisch bei dem, was sie gegen diese sowjetische Invasion unternehmen wollten. In Afghanistan, wie in anderen muslimischen Ländern, sind es leider immer Fremde, die bestimmen, wer die Helden und wer die Terroristen sind. Diese Spannungen zwischen den Kommandanten der Mujahedin ziehen verheerende Folgen nach sich. Ich kann nicht sagen, dass wir zu 100% recht hatten. Es entstand eine Distanz zwischen Massoud und Hekmatyar und der Riss wurde immer tiefer und tiefer, sodass sogar einige unserer Kommandanten gegen seine Kommandanten kämpften, während wir eigentlich gegen die Sowjets kämpften. Das Volk hasste uns dann beide. . 1985, nach 6 Jahren des Kampfes, wird klar, dass die sowjetische Armee in einer Sackgasse steckt, während der Widerstand weiter wächst. Wenn man nicht weiß, wer der Feind ist und wo er sich versteckt, wenn der Feind ohne richtige Uniform gegen einen kämpft, dann kämpft man am Ende gegen jeden, der vor einem steht. Das macht den Feind stärker und lässt ihn wachsen. Denn er bekommt die Unterstützung derer, die du verletzt hast. Im Zweiten Weltkrieg war es einfach für einen General. Dort war der Feind, hier die Front. Und hier, da scheint einer ganz friedlich, aber ich weiß, dass er vor uns eine Mine vergraben hat. Mehr als 1 Million Menschen starben in diesem Krieg. Mehr als 200.000 wurden verwundet und verstümmelt, haben kein Bein, keine Hand. Und Tausende wurden vor meinen Augen zu Flüchtlingen und gingen in ein anderes Land. The sprawling refugee camps on the Pakistani side of the border provide indisputable evidence of the continuing crisis. Since the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, nearly 3 million Afghans have poured across Pakistan's long, unguarded border. Mit 5 Millionen Flüchtlingen, 3 davon in Pakistan, 2 im Iran, wurde das Leben für die Zurückgebliebenen zu einem mörderischen Spiel. Wer nicht floh, war entweder zu weit von der Grenze entfernt oder zu arm. Es kostet viel Geld, das Land zu verlassen. Als Afghanistan unter der Besatzung der Sowjets war, verbreiteten sich die Nachrichten vom menschlichen Leid bis zu den anderen muslimischen Kriegsherren. Es gab Jungen, die kommen wollten, um im Krieg gegen die Sowjets zu helfen. Afghanistan wurde in der arabischen Welt sehr berühmt. Und dann begannen alle darüber nachzudenken, wie man sich anschließen, wie man helfen und dorthin kommen konnte. Ich bin den Arabern in Peshawar zum ersten Mal begegnet, als diese ziemlich reichen Saudis auftauchten. Sie kamen aus den Emiraten und sie hatten buchstäblich Koffer voller Geld bei sich.
Es begann nicht als militärische Hilfe, sondern als humanitäre. Kliniken, Schulen und Moscheen, vor allem Moscheen. Und selbst Bin Laden begann als humanitäre Helfer. In Peshawar breitet sich religiöser Fanatismus aus. Es ist vor allem die jüngere Generation, die rekrutiert wird. All diese Araber, die daran beteiligt waren, ich habe gesehen, wie sie sie zu diesen Extremisten ausgebildet haben. In allen Lagern bauen sie Koranschulen, die sogenannten religiösen Schulen. Die afghanischen Familien geben die männlichen Kinder in diese Koranschulen, damit sie dort unterrichtet und ernährt werden. Dann werden sie dort behalten, um sie zu isolieren, sie auszubilden und einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Sie werden zu Taliban. Keine Bildung. Keine formale Bildung. Einige von ihnen werden als Fanatiker bezeichnet. Doch in jedem Menschen steckt tief in seinem Inneren ein Fanatiker. Wenn man 120.000 Soldaten schickt, 1 Million Menschen tötet, 1,5 Millionen verwundet und 5 Millionen ins Exil treibt, wird man vielleicht ein wenig fanatisch. Politik ist immer schmutzig. Und die Länder, die daran beteiligt waren, wählten die konservativste Gruppe von Menschen aus, trainierten sie und machten sie zu Monstern. Nur um die UdSSR loszuwerden. Es wurde klar, dass wir diesen Krieg nicht gewinnen würden. 1986 ahnt die Regierung in Moskau, dass es unmöglich sein wird, gegen eine Guerilla zu gewinnen, die von der Bevölkerung unterstützt und vom Westen sowie der arabischen Welt bewaffnet wird. Es ist unmöglich, einen Krieg gegen das Volk zu gewinnen. Unmöglich. Erst recht nicht in einem Partisanenkrieg. Das ist keine Mission für eine Armee. Es ist der neue sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow, der endlich einen Ausweg aus der afghanischen Falle sucht. Kontrrevolution und Imperialismus превратили в кровоточащую рану Афганистан. Мы хотели бы уже в самом близком будущем вернуть на родину советские войска, находящиеся в Афганистане. Für US-Präsident Ronald Reagan ist die UdSSR das Reich des Bösen. In den Schwierigkeiten für die sowjetische Armee sieht Reagan die Gelegenheit, dem Feind einen letzten Schlag zu versetzen. Die amerikanische Unterstützung des afghanischen Widerstands eskaliert. Jetzt wollte man ihnen alles geben, was sie brauchten, um zu gewinnen. Der CIA-Chef sagte zu mir, ich gebe Ihnen dieses Jahr 1 Milliarde Dollar. Meinen Sie, das ist genug? Die Mujahedin waren von sowjetischen Hubschraubern niedergemäht worden und nichts war effektiv genug. Also gaben wir ihnen Stinger-Raketen. Stinger-Raketen waren die wirkungsvollsten Abwehrraketen. Beim ersten Schuss sagten wir den Russen, ihr seid nicht mehr der König der Lüfte, wir können euch aufhalten. Und das war der Beginn ihrer Niederlage. The Soviet Union today formally agreed to pull its troops out of Afghanistan. Was kostete der Einsatz der CIA über einen Zeitraum von 10 Jahren, von Dezember 79 bis Februar 89? 5 oder 6 Milliarden Dollar? 5 oder 6 Milliarden Dollar sind heute ein Monat unserer Bemühungen in Afghanistan. Ein Monat ohne Aussicht auf Erfolg. Nur ein Monat. Die kommunistische Regierung in Kabul muss mit einer geteilten Nation und einer zerrütteten Wirtschaft fertig werden. 89 endet die sowjetische Besatzung Afghanistans,
10 Jahre nach ihrem Beginn. Der Krieg hinterlässt auf sowjetischer Seite 15.000 Tote und 1 Million afghanische Opfer. 1988, ein Jahr zuvor, einigten sich Reagan und Gorbatschow auf den Abzug der sowjetischen Truppen. Die Waffenlieferungen gehen indes weiter. Und das Genfer Abkommen sieht keine Friedensstrategie für Afghanistan vor. Bei den Verhandlungen über den Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus Afghanistan waren die Mujahideen nicht anwesend. Warum? Moskau und Washington saßen zusammen, um zu entscheiden. Wir sind wieder einmal zu einem Spielball zwischen Washington und Moskau geworden. Die Mujahideen haben der Sowjetarmee 10 Jahre lang Widerstand geleistet. Nun schicken sie sich an, die kommunistische Regierung in Kabul zu stürzen. Aber unter den Kommandanten brechen Konflikte aus und eröffnen das nächste dunkle Kapitel in der Geschichte des Landes. 1979 waren sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschiert, um die kommunistische Regierung gegen eine islamische Guerilla zu unterstützen. Das Leben in Kabul war relativ sicher. Aber in den Provinzen herrschten brutale Auseinandersetzungen. Tausende wurden von den Kommunisten verhaftet, Dörfer zerstört. 1 Million Menschen starben, viele weitere flohen aus dem Land. Als sich die Sowjets endlich zurückziehen, hoffen die Menschen in Afghanistan auf Frieden. 10 Jahre hatten die Afghanen unter der Besatzung gelebt. Die sowjetische Armee ist weg. In Kabul sitzt aber noch immer eine kommunistische Regierung. Präsident Mohammed Najibullah sieht nun eine einzigartige Gelegenheit für das Land, Frieden zu finden. Er versucht, die Afghanen miteinander zu versöhnen, die auf beiden Seiten gekämpft hatten. Die Unterstützer der kommunistischen Regierung auf der einen, die islamische Guerilla der Mujahedin auf der anderen Seite. Den Mujahedin war das Undenkbare gelungen. Sie haben die sowjetische Armee besiegt. Nun wollen sie eine islamische Republik schaffen. Kommandant Massoud, aber auch andere mit ihm rivalisierende Anführer, bereiten ihre Männer auf die Übernahme Kabuls vor. Massoud, der vermutlich charismatischste Mujahedin-Kommandant, hatte die Aufmerksamkeit der westlichen Presse gewonnen, als seine Guerilla im Panjshir-Tal kämpfte. Damals hatten ihn die Journalisten zum afghanischen Che Guevara ernannt. Sein Ziel ist nun, als erster mit seinen Truppen in Kabul einzumarschieren. Nach ihrer Ankunft in Kabul besetzen Massoud und seine Kämpfer strategische Positionen und übernehmen die Kontrolle über die Hauptstadt. Die Menschen wussten, dass sie die Mujahideen sind. Sie können es sich nicht vorstellen. 80% der Einwohner Kabuls hießen sie willkommen. Jubel in der ganzen Stadt. Überall Glückseligkeit. Die Mujahideen bilden keine Einheit. Rivalitäten und ethnische Zugehörigkeiten spalten sie. Während Massouds Truppen in Kabul einmarschieren, besetzt eine andere Fraktion den südlichen Teil der Hauptstadt. Ihr Anführer ist einer der Gründer der ersten islamistischen Partei in Afghanistan. Und er will der nächste Präsident werden. Gulbuddin Hekmatyar. Die verschiedenen Mujahedin-Anführer bilden eine Übergangsregierung. Massoud selbst übernimmt das Verteidigungsministerium. Eine Einigung mit Hekmatyar gelingt nicht. Hekmatyar gehört der größten afghanischen Ethnie an. Den Paschtunen. Jahrhundertelang haben sie über die Afghanen geherrscht. Massoud gehört zur tadschikischen Minderheit. In diesem Vielvölkerstaat befeuern die Spannungen zwischen den Ethnien den Konflikt. Kabul wird zum Schlachtfeld. Seine Einwohner sind dem Geschehen ausgeliefert. Sie haben uns benutzt, um sich gegenseitig zu töten. Wie zwei Feiglinge. Statt sich gegenüberzutreten, haben sie sich Kinder und Frauen geschnappt und sich in den Häusern der Menschen versteckt. Afghanistan war weit weg.
nicht präsent. Und dann fingen sie schon wieder an zu kämpfen in Afghanistan. Im Außenministerium fanden einige, dass man ihnen nicht mehr helfen könne. Also zogen wir uns zurück. Ich ging nach Washington, um den Präsidenten zu informieren. Diesmal war es George Bush. Ich traf ihn im Oval Office. Jemand sagte, Sie erinnern sich, dass Milton in Afghanistan war? Bush sagte, ist das in Afghanistan etwa immer noch im Gange? Und ich dachte, oh ja, natürlich ist es noch im Gange. Das von den Russen und Amerikanern hinterlassene Vakuum nutzen nun die Nachbarn Afghanistans. Sie unterstützen die verschiedenen Fraktionen. Pakistan hilft Hekmatyar. Indien und andere Länder unterstützen Massoud. Niemand will, dass Kabul in die Hände der Gegner gerät. Wir lebten in Tunneln unter unseren Häusern, in winzigen Unterschlupfen, monatelang ohne Wasser und Lebensmittel. Wann immer sie kamen, taten sie, was ihnen gefiel. Sie nahmen Frauen und kleine Mädchen einfach mit. Sie töteten sie vor ihren Familien. Sie taten, was immer sie wollten, und niemand fragte, warum. Nach kurzer Zeit muss die Bevölkerung hungern. Tausende von Menschen kommen im Bürgerkrieg ums Leben. Kabul liegt in Schutt und Asche. Im Land herrscht Chaos. Internationale Organisationen werfen Massoud und Hekmatyar Kriegsverbrechen vor. Aber keiner der Kriegsherren wird jemals zur Rechenschaft gezogen. Alle Fraktionen erhalten Hilfe aus dem Ausland. Besonders Pakistan ist entschlossen, die afghanische Politik zu beeinflussen. Angesichts seines Konflikts mit Indien und der Aufnahme von Millionen Afghanen ist Pakistan auf eine verbündete Regierung in Kabul angewiesen. Seit 1994 stützt Pakistans Geheimdienst eine neue Bewegung, die Taliban. Taliban bedeutet Schüler des Islam. Tausende Kriegsweisen werden in den Lagern zum Kampf abgerichtet. Entstanden ist die Organisation in Kandahar. Dort beschlossen muslimische Geistliche, alles zu tun, um ihre Ordnung wiederherzustellen. Die einfachen Menschen in Afghanistan haben uns angesprochen und gesagt, dass wir gute Mujahideen sind. Alles wird zerstört, gestohlen, Menschen werden getötet. Dann haben wir, die Taliban, einen Aufstand organisiert und eine Bewegung gegen alle Mujahideen-Gruppen gebildet. Die Taliban wählen einen Mann des Glaubens zu ihrem Anführer, der auch gegen die Sowjets gekämpft hatte. Mullah Omar. Sie sagen und predigen, dass sie kommen und Gerechtigkeit bringen werden. Das war ein schöner Slogan. Das waren schöne Worte. Wir waren wie Verdurstende. Wir waren durstig nach Gerechtigkeit. Having justice. Mit dem Versprechen von Ordnung und Gerechtigkeit gewinnen die Taliban den Zuspruch der Afghanen. Doch der entscheidende Anstoß für ihren Aufstieg kommt aus Pakistan. Junge Männer, die dort in Flüchtlingslagern aufgewachsen sind, werden bewaffnet nach Afghanistan geschickt, um die Bewegung zu unterstützen. Mein erstes Treffen mit einem Taliban war in Pakistan. Er war entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen, um Kabul zu erreichen und das afghanische Volk aus der Hand von Menschen wie uns zu befreien. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben, dass die Taliban eines Tages Kabul erobern würden. Mit der Hilfe Pakistans und dem Rückhalt der Bevölkerung sind die Taliban nicht mehr aufzuhalten und machen sich auf den Weg, um Kabul einzunehmen. Innerhalb von 2 Jahren schafften es die Taliban, den Großteil des Landes zu erobern. Denn sie sind Kleriker.
Religionsstudenten. Niemand wollte gegen Geistliche kämpfen. Ahmad Shah Massoud und Gulbuddin Hekmatyar leisteten in Kabul Widerstand. Aber letztlich mussten auch sie sich zurückziehen, weil ihre eigenen Soldaten nicht gegen die Taliban kämpfen wollten. In Kabul bleibt der letzte kommunistische Präsident, Najibullah, zurück. Er befindet sich bereits seit 4 Jahren im UN-Hauptquartier. Für die Mujahedin war er ein politischer Gefangener. Die Menschen litten sehr stark unter dem Bürgerkrieg. Es ist erstaunlich, dass die Taliban damals von den Afghanen willkommen geheißen wurden. Nur 2 Jahre nach ihrer Gründung, im September 1996, gelingt es den Taliban, Kabul einzunehmen. Nun sind sie die Herrscher Afghanistans. Ihre Taten widersprachen völlig ihren Versprechungen. Sie sagten, dass sie Gerechtigkeit bringen werden. Aber sie töteten den ehemaligen Präsidenten. Ohne Gerechtigkeit. Ohne Gericht. Die Taliban verändern über Nacht das Gesicht Kabuls. Fernsehen, Musik und jedwede Unterhaltung sind verboten. Sogar das Drachen steigen lassen wird untersagt. They impose their own ferocious brand of fundamentalism, hanging television sets in the streets as a warning to sinners, cutting the heads off graven images. Als die Taliban kamen, endete der Bürgerkrieg und sie brachten uns Frieden. Aber sie nahmen uns die Freiheit. Ein Land in Frieden, aber ohne Freiheit, ist kein Land. Die meisten der neuen Gesetze betreffen Frauen. Für sie wird Afghanistan zu einem Gefängnis. Frauen durften ihre Häuser nicht verlassen. Sie mussten sich bedecken. Sie konnten nicht arbeiten, nicht studieren und niemand durfte ihr Haus betreten. Diejenigen, die gegen die Gesetze verstoßen, werden hart bestraft. Wo ist dein Mann? Warum sind deine Füße oder Nägel sichtbar? Warum ist deine Burka so kurz? Warum sieht man deine Hand? Alle Frauen Afghanistans lebten wie in einem finsteren Verlies. Auch ich. Die dunkelste Zeit für die Menschen in Afghanistan, insbesondere für die Frauen, war die Taliban-Herrschaft. Diejenigen, die das Gesetz brechen, werden bestraft. Bei den Taliban finden Osama bin Laden und Al-Qaida einen Unterschlupf, um ihren Angriff auf Amerika vorzubereiten. Mit den Taliban ist er durch einen gemeinsamen Feind vereint. Kommandant Massoud, der im Panjshir-Tal nördlich von Kabul Widerstand leistet. Im September 2001 ist Bin Laden in der Lage, Amerika anzugreifen. Zur selben Zeit fliegen 2 Männer nach Panjshir. Sie stellen sich als Journalisten vor und bitten um ein Interview mit Kommandant Massoud. In der Minute, in der ich dem Kommandanten zuflüstern wollte, wie die Situation ist, auf Persisch. Warum? Er starb. Er wurde in meinen Armen getötet. Und 2 Tage später, New York. New York. On September the 11th.
Enemies of freedom committed an act of war against our country. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. There are thousands of these terrorists in more than 60 countries. They are recruited from their own nations and brought to camps in places like Afghanistan, where they are trained in the tactics of terror. Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Einige Taliban sagten, die Amerikaner müssten bestraft werden. Andere meinten, das sei falsch. Und wenn Bin Laden wirklich dahinter stecke, sollten wir nicht den Preis für seine Taten zahlen. Es war also eine schwierige Entscheidung. Schließlich empfahlen sie Bin Laden, das Land zu verlassen, um einen Krieg in Afghanistan zu vermeiden. Eine Empfehlung, keine Verpflichtung. Aber natürlich konnte Bin Laden nirgendwo hingehen. Die Afghanen standen mit dem Rücken zur Wand. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people... And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Ihr wollt einfach einmarschieren und wisst nicht mal, wo Bin Laden ist. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Der Klang der B-52 war ein Albtraum. Unter den Taliban waren wenigstens die großen Städte sicher. Die Menschen hatten die Geräusche von Gewehren und Kriegsmaschinen verdrängt. Nun begann es von neuem. Weniger als einen Monat nach dem Angriff auf das World Trade Center fliegen US- und britische Einheiten nach Afghanistan, um Bin Laden zu jagen und das Taliban-Regime zu stürzen, das ihn geschützt hatte. Doch Osama Bin Laden gelingt die Flucht. Die britischen und amerikanischen Truppen brauchen Hilfe, um schneller voranzukommen. Deshalb wenden sie sich an ihre alten Verbündeten, ehemalige Mujahideen-Kommandanten. Die hatten in den 80er Jahren gegen die Sowjettruppen gekämpft und waren im Bürgerkrieg von den Taliban besiegt worden. Die Mujahideen bilden die sogenannte Nordallianz. Es ist ihre Chance, sich zu rächen und wieder an die Macht zu kommen. Anfangs erwarteten wir lange schmerzhafte Kämpfe, wie sie die Sowjetunion durchgemacht hatte. Aber nach nur wenigen Luftangriffen begannen die Taliban zusammenzubrechen. Im November 2001 löst sich das Taliban-Regime auf und die Kommandanten der Mujahideen dringen mit ihren Truppen in die Hauptstadt vor. Es scheint der Beginn einer neuen Ära zu sein. Eine Ära der Hoffnung. Es war eine so wunderbare Zeit. Auf einmal gab es Luft zum Atmen. Matt
Ich fühlte mich wie neugeboren, als ich meine Burka ablegte. So fühlten sich auch tausende andere Frauen. Das war der Tag, an dem ich wiedergeboren wurde. Weil wir nicht länger ausgepeitscht wurden. Weil es Hoffnung gab, wieder arbeiten zu dürfen. Weil wir wieder zur Schule, zur Arbeit oder ins Krankenhaus gehen und wieder arbeiten und Essen kaufen würden. Die ganze Bevölkerung war in Bewegung. Und es gab eine Flut von Flüchtlingen, die Afghanen, die aus der Diaspora zurückkamen. Kabul wuchs und wurde immer größer. Seit Beginn des Konflikts in den 70er Jahren waren über 3 Millionen Afghanen auf der Flucht. Viele sind noch immer in Lagern in Pakistan. Nun können sie endlich nach Hause. Ende 2001 treffen sich internationale Diplomaten in Bonn, um den Afghanen bei der Regierungsbildung zu helfen. Hamid Karzai soll eine Übergangsregierung führen. Er ist Sohn eines Stammesführers und gehört der größten Ethnie, den Paschtunen, an. Erst hatte er sich gegen die Sowjets und später gegen die Taliban eingesetzt. Seine Aufgabe ist es nun, Afghanistan zu einen und Frieden zu bringen. Nach vielen Jahren der Unterdrückung entsteht eine zerbrechliche Demokratie in Afghanistan. Millionen von Männern und Frauen dürfen ihre Vertreter wählen. Diese entwerfen eine neue Verfassung. Die neuen demokratischen Institutionen müssen sich jedoch auch mit den ehemaligen Kriegsherren arrangieren, die Afghanistan in den 90er Jahren zerstört haben. Der neue Präsident wird aufgefordert, ihren Einfluss zu begrenzen. Be sure that warlordism is over in Afghanistan. Nachdem wir einmarschiert waren, 2001, haben wir wieder die gleichen Leute eingesetzt. Wir nennen sie Kriegsherrn oder den Kerl, der das Sagen hat, den Emir, was auch immer. Es wird immer Anführer geben, egal welchen Namen sie tragen. Du wirst dich mit ihnen arrangieren müssen. Ab 2002 werden internationale Truppen in Afghanistan stationiert. Unter Führung der NATO beteiligen sich 51 Länder. Ihr Auftrag ist, für Sicherheit zu sorgen. Zum Mandat gehört auch der Wiederaufbau der Gesellschaft. Die einzige Kritik, die ich habe, betrifft die Wirtschaft. Sie gaben Geld aus, ohne einen Plan zu haben. Es beginnt die Zeit des Wiederaufbaus. Städte, vor allem Kabul, profitieren von den Investitionen aus dem Ausland. Milliarden fließen in das Land. Das meiste Geld landet in den Taschen von nur wenigen Menschen. Unterdessen ist die afghanische Bevölkerung in Not. Nach jahrzehntelangem Krieg können Millionen von Menschen ihre wichtigsten Bedürfnisse nicht stillen. Noch schlimmer ist die Lage auf dem Land. Dort wurde kaum investiert. Armut und Korruption bereiten den Boden für die Rückkehr der Taliban. Wir waren gegen die Regierung. Wir waren gegen die USA. Je mehr korrupte Menschen an die Macht kamen, desto mehr profitierten wir davon. In jedem Bezirk und jeder Provinz, in der sie schlechte Menschen einsetzten, flohen die Menschen und kamen zu uns. Im Jahr 2005 organisieren sich die Taliban neu und gewinnen nun einige Gebiete zurück. Die Mission der internationalen Koalition wird immer schwieriger. Unser Kampf begann im Jahr 2002, aber wir mussten uns verstecken. Wir waren nicht stark genug. Erst 2005 hatten wir genug Leute, um in einen großen Dschihad gegen die Amerikaner und die NATO zu ziehen.
In den Jahren 2005 und 2006 haben meine Streitkräfte einige brutale Kämpfe geführt. Viele Menschen, viele Tote. Du versuchst allen zu erklären, dass es ziemlich ernst wird. Die Taliban sind in der Lage, im Kampf echte Stärke zu entwickeln, was ihre Leute überzeugt. Dann begannen sie, Gebiete wie Helmand und Kandahar zu erobern und eine Schattenwirtschaft aufzubauen. Sie erhoben Wegzölle. Und plötzlich haben sie in der Region die Macht in den Händen. Eines Nachts gingen wir gegen 2.30 Uhr zu einem Haus. Wir weckten alle auf und ich versuchte, mit der ältesten Frau zu reden. Ich fragte sie, was hier vor sich geht. Sie fragte, warum wir hier sind. Und ich sagte, weil es hier offenbar ziemlich üble Menschen gibt und wir müssen das klären. Sie sagte, warum glauben Sie, dass Sie anders sind als die Taliban? Sie kommen um 2 Uhr morgens zu mir nach Hause, bedrohen mich und die tun dasselbe. Welche Seite soll ich wählen? Wenn ich mit den Taliban zusammenarbeite, sind sie hinter mir her. Wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, sind die Taliban hinter mir her. Mir wurde zum ersten Mal klar, dass die meisten Afghanen einfach zwischen uns gefangen waren. Die Fehler der Amerikaner nützten uns. Sie schikanierten die Leute. Wir rekrutierten sie. Um den Krieg in Afghanistan zu gewinnen, mussten wir die Unterstützung des afghanischen Volkes bekommen. Nicht seine Liebe, seine Unterstützung. Dafür sollte man sie nicht töten. Es sollte in ihrem Interesse sein, sich auf unsere Seite zu stellen. Wenn aber der Feind genug Gewalt erzeugt und dich selbst in einen gewalttätigen Modus versetzt, dann orderst du mehr gepanzerte Fahrzeuge, nutzt schwere Artillerie. Du wirst selbst eine Quelle der Gewalt, die unbeabsichtigt genau die Menschen tötet, mit denen du zusammenarbeiten wolltest. Die zunehmende Gewalt zwischen den NATO-Streitkräften und den Aufständischen hat die afghanische Bevölkerung wieder in eine Falle geführt. Kollateralschaden, das ist das Schlagwort für die vielen unschuldigen Zivilisten, die unabsichtlich getötet werden. Als Präsident Obama 2008 gewählt wird, erbt er einen unbeliebten Krieg, der die Steuerzahler bisher 185 Milliarden Dollar und hunderte US-Soldaten das Leben gekostet hat. Nach 10 Jahren Krieg in Afghanistan spüren US-Spezialkräfte Osama bin Laden auf. Allerdings nicht in Afghanistan, sondern in Pakistan. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Nun ist das ursprüngliche Ziel des Afghanistan-Feldzugs erreicht. Wenige Monate später kündigt Obama an, die Truppen abzuziehen. Die USA wollen Afghanistan loswerden. Es ist für die USA nicht wichtig, ob ich, Niloufar, zur Arbeit gehe oder nicht. Ihre Ziele, die politischen Ziele ihres Landes, haben Priorität. Aber was wird aus uns? Überall haben sie Selbstmordattentate verübt. Die Aufständischen behaupten, dass sie sich gegen ausländische Truppen richten. Aber die Opfer, die unzähligen Verletzten, sind Zivilisten. Da nun weniger NATO-Truppen vor Ort sind und die Gewalt von Seiten der Taliban zunimmt, beschließen viele internationale Organisationen, das Land zu verlassen. Wieder werden die Afghanen allein gelassen und müssen mit den Folgen des Krieges fertig werden. Krieg bleibt nicht ohne Folgen. 80% der afghanischen Bevölkerung leiden unter Depressionen. Depressionen kommen nicht plötzlich wie Krebs oder eine Erkältung, Kopf- oder Zahnschmerzen. Depressionen kommen langsam. Sie sind eine Folge des Krieges.
Wenn Sie jetzt um 6 Uhr morgens auf die Straßen von Kabul gehen, sehen Sie Kinder, die Plastiksachen oder Stifte verkaufen oder Schuhe polieren. Wir haben Tausende von hungrigen Kindern auf der Straße. Wie viele unserer Jugendlichen sind auf Booten in Flüssen und Meeren versunken? Wie viele von ihnen sind in andere Länder ausgewandert? Wie viele von ihnen wurden unterwegs getötet? Hätte auch ich mein Land zurücklassen sollen? Seit den 70er Jahren sitzt Afghanistan in einer Falle. Ein schrecklicher Teufelskreis. Ich habe an 3 Verhandlungen mit den Taliban teilgenommen. Die Frauen in Afghanistan sind nicht mehr die gleichen wie vor 20 Jahren, die geschlagen werden und zu Hause bleiben. Sie wissen, dass sie uns nicht wieder zum Schweigen bringen können. Dieses Land braucht mich und so viele andere wie mich. Wir müssen Widerstand leisten und unsere Stimmen erheben.